Taxi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Okay. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Irden. Zeichen auf ihn zu wirken. Schlecht. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich... Okay, es verlangsamt die Feinde. Auf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Tritt zurück und wirf eine Bombe vor, indem du RB drückst. Pam! Okay. Halte RT gedrückt, ziel auf einen der markierten Trainingspfosten und lass zum Werfen los. Das wird kurz und schmerzhaft. Achso, da müssen wir zielen, ne? Zack, dahinter! Bam! Das Kampftutorial ist jetzt abgeschlossen. Du kannst nach Belieben mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du oder gedrückt hast und das Schwert damit wegsteckst. Gut, komm schon. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Ist da jemand drunter? Oh mein Gott. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein. Ach du Heiliger. Was? War das eine Falle? Wow. Oh, okay. Ein Traum war das. Temerien. Straße nach Vysimar. Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Naja. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Naja. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht.
Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bis jetzt... Ach so. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen... Geister. Okay, na gut, dann Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Du, das ist ein Zettel. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Privatsache, ein Einhorn, das wir mal als Bett benutzt haben. Okay. Na, Privatsache. Eine Privatsache. Eine sehr private. Ah, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Oh je, Ghule. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die von Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Ah. So, das noch einer. Wow. Wow, das Pferd ist einfach weggetreten, ja klar. Wow. Ja, geht klar. Wow. Eieiei. Ja, endlich. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Okay. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Och, haben wir es schwer. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen und während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter... Achso, drücke oder unten, um sie zu verzehren und Vitalität zu bringen. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Vitalitätsregeneration. Okay, ich glaube, ich sollte noch was essen, ne? Wir essen gerade ziemlich viele Brote hier. So, was haben denn die alles verloren? Monsterherz und Monsterleber. Nehmen wir alles. Kann man ja alles brauchen hier. Monsterhirn und Monsterknochen. Ach du Heimatland. Was haben die alles verloren? Moment, ich muss alles mitnehmen hier. Giftextrakt und Ghoulblut. Alchemie und Hacke. Meistergegenstand. Wow. Wir haben den Meistergegenstand erhalten. So, was haben wir hier noch? Giftextrakt und Ghoulblut wieder. Hier ist noch das Lagerfeuer. Und Ghoulblut.
Ja, dem Pferden drücke A, um aufzusitzen. Was steht da eigentlich? Achtung! Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Petersar Gwynlev. Gwynlev. Okay, alles klar. So, da ist mein Pferd. Das ist mein Pferd, da steigen wir doch mal auf. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Hexe sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch die tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Drücke zweimal L, um Plötze zu rufen. Ach schön. Das ist ja fast wie bei Zelda, wo man das Pferd rufen kann, wa? Galopp. Kanter halten, das ist ein Kanter. Heya! Weil man aus ihrem Blut zu kantern kann? Alter, A gedrückt. Weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Komm schon. Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Ach, Pferdeausdauer. Wenn die Ausdauer des Pferdes erschöpft ist, kannst du nicht mehr galoppieren. Heya! Voll gewesen mir. Felder und Stachelbeeren. Drücke in der Bewegung zweimal A und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Oh, hier. Oh Haben Gott, da hängen Leichen. Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien. Das sind Pilze. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wieder herzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Moment, das sind Pilze? Haarschleierlinge. Die nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. So, da ist Plötze. Steigen wir mal wieder auf. Plötze. Komm. Langsam. Neu markieren. Zerstörtes Dorf. Hier sieht es nicht gerade sehr rosig aus. Muss man ja sagen. Kann ich auch auf dem Pferd essen? Jawohl. Laufplätze. Laufplätze. Geil. Oh. Die sind ja alle voll gewesen mir. Moment, hier muss ich doch mal kurz absteigen. Es geht doch so nicht. Hey, was ist denn mit dir los? Bäuerin. Oh, weggeschubst. Wollte ich nicht. Wollte mit dir reden. Mögen die Götter dich schützen. Bäuerin. Die heult nur. Oh, da liegt was. Krähenauge. Nehmen wir mal mit. Und du? Verpiss dich! Wow! Alter, ich glaub, du willst auf die Fresse, oder was? Dauer? Alles wird gut. Da hinten ist irgendwas. Wow! Okay, ich glaube, jetzt einen Kampf gegeben. Bäuerin. Oh Gott, die sind ja alle. Oh Gott, ich glaube, ich sollte erstmal weiter. Plötze. Komm, Plötze, wir müssen weiter. Och, Hundspetersilie. Aufsitzen, Plötze. Habe ich noch ein paar Kräuter gefunden? Komm schon. Weiter so, Plötze. Weiter so, Plötze. Folgen wir erstmal Wesemir, würde ich sagen. Flieder und Stachelbeeren. Alle anderen Aufgaben können wir sicherlich nach und nach noch erledigen. Komm jetzt. Ach. Ey, den drängen nur. Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Wow. Was ist das denn? Werwolf oder was?
Boah. Nee, das ist doch kein Werwolf, das ist ein Wehrgeier oder irgendwas. Ja, genau. Ja klar, es nimmt ein ganzes Pferd mit. Ich glaube, ich spinne. Das kann ja lustig werden, das Spiel. Ich habe Blut, Schweiß und Tränen gewählt. Ist er weg? Ja. Komm raus. Schöner Topschnitt. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ne. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Da, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Schnaps ist immer gut. Quest aktualisiert. Sei gegrüßt. So. Könnte uns hier noch was interessieren? Nee, ne? Ah, das Wasser ist auch mal geil. Ah, sonst gibt's hier nichts, ne? Nichts von Wert erstmal. So. Plätze, komm. Du musst wieder. Halte auf der Straße A gedrückt, ohne zu lenken. Dann folgst du dem Straßenverlauf automatisch. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, wenn es der Straße automatisch folgt. Ach, das ist Kanter, oder was? Ach, ist ja cool. Ohne zu lenken. Also, ein Greif so nah am Dorf. Das ist sehr geiles Feature. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Nähert sich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deine Karte mit markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Alte Wege gedrückt, um abzusteigen. Wir können aber auch langsam reiten. Was machst denn du damit mit dem Zaun? Du sollst ja nicht den Zaun poppen. Meine Güte. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Suche die Taverne in Weißgarten auf. Und das hier sieht mir doch nach der Taverne aus. Wow. Elender Humboldt. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard.
Du kannst mich mal. Solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Durch Optionen, die mit markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Zeig mir, was du zu bieten hast. Das wäre mal interessant. Ganz schön was los hier. Na, machen wir erstmal nicht die Quest weiter, sondern erstmal das andere. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Ich glaub, Joy träumt nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Das stimmt allerdings. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. So, gucken wir erstmal ins Handelsfenster. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Handeln, kauf und verkaufe Gegenstände. Drücke A, um einen Kauf zu tätigen. Drücke B, um das Handelsfenster zu schließen. So, wir können hier Ausrüstung, nützliches Handeln, Händler. Ach, das hat die da drüben, oder was? Gewöhnlicher Gegenstand. Fackel, das haben wir alles einstecken, ne? Gegenstand ist unverkäuflich. Waldkauz. Süßes Brötchen, Banane. Hier haben wir auch einiges gefunden. Oder Händler. Da haben wir doch was. Finte, gewöhnlicher Gegenstand. Gewindkarte. Katapult, blaue Streifen. Was sind das für Karten? Volltest. Wieder Käufer Schnaps. Ich könnte vielleicht ein bisschen was an Brot gebrauchen. Bratapfel oder sowas. Hier Brot. Guckt mal, hier gibt es schönes zu essen. Essen regeneriert Vitalität 0,04, 0,01, 0,08. 5 Sekunden Wirkungsdauer. 21, 42 regeneriert das, ne? Das ist 17. 5 Sekunden 0,06. Nee, oder? Was heißt das? Wirkt 1702? Ach so. Hä? Ach so, was es komplett kostet, wenn man es kaufen, ne? 0,04. Verzehrbares. Backkartoffel. Wie viel habe ich eigentlich? Ach, da oben. 148. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich habe nicht viel Gold. Ich sollte im Moment ein bisschen sparsam vielleicht sein. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen.
aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Durch Dialogoptionen mit wird das Gespräch beendet. Okay. Danke für alles. Tja, dann wühlen wir uns mal durch die Menschenmengen, oder? Aber irgendwie leckt das Spiel noch ein klein bisschen. Ich muss mal gucken, wie ich das... Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. Performant krieg. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Nee. Ich doch nicht. Gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, hier haben wir nichts rumliegen, ne? Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien? Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Bei Optionen, die mit markiert sind, setze das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Boah, die sind aber aggressiv. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Meine Geduld geht zu Ende. Ich verliere gleich die Geduld, dann rollen eure Köpfe. War nur Spaß. Wir wollen keine Erbe. Also. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Wir wissen nichts, Meister. Lass uns zufrieden. So, die wissen also nix. Okay. Ja, was haben wir denn hier hinten für eines? Gibt's da was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal die Kamera recht widerspenstig ist. Beziehungsweise so ruckartig sich bewegt. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Oh, hier haben wir doch was liegen. Rot, können wir das alles... Ach, ausmachen, das können wir nicht mitnehmen. Wir können bloß die... Toll, wir können die Fackeln an- und ausmachen. Das bringt's ja voll. Nochmal, es gibt 4 Farben. Och, Kätzchen! Farben, Gruppen, Sorten. Och, Katze! Nur hat oh, schade, dass wir uns nicht hinknien können und die streicheln können. Das wäre mal Interaktion pur. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bist du das... Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Och. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Deinem Hauptwerk also. Schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie.
Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Das stimmt. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Noch. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Was für ein Ding? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ach, na gut. Gwind-Partie. Kartenspiel ist es also. Warum nicht? Wunderbar. Hoffentlich gewinnen wir auch. Also, so. Ja. Wer gewinnt, gewinnt man.